Das ist Johannes Schlüter. Der gebürtige Göttinger arbeitet als E-Ring-Pilot für die NDR-Satire-Sendung Extra 3. Sein Arbeitsplatz ist das sogenannte Cockpit. So, dann fahren wir den Karren mal hoch, ne? Ja, dann mache ich noch einen Augencheck. Left, right, all right. Und die Lachtaste nochmal. Ja, wunderbar. Schlüter steuert den E-Ring seit 5 Jahren. Würden Sie sagen, E-Ring-Pilot ist ein Traumjob? Ach ja. Also zumindest hat der E-Ring super Satire-Voraussetzungen. Baujahr 72, abgebrochenes Hochschulstudium und ein super Witzeprogramm. Da tippt man einfach die Namen der Politiker ein und das Programm produziert dann eigenständig einen lustigen Spruch. Wie neulich auf der Redaktionskonferenz. Wir brauchen noch was über Merkel und Seehofer. Gibt's Ideen für Gags? Merkel, Seehofer. Neulich war Stromausfall im Bundestag. Merkel steckte 3 Stunden lang im Fahrstuhl. Seehofer stand 3 Stunden lang auf der Rolltreppe. So gut? Lacht hast du? Ja, man kennt den E-Ring ja eigentlich nur in diesem seriösen Sendungsmodus. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Extra 3! Aber diese ganze satirische Haltung, das ist auf Dauer so anstrengend. Also in der Freizeit fahre ich den E-Ring fast nur im Schluffi-Modus. In jeder Winter- und Sommerpause wird der E-Ring gewartet. Hier in der NDR-Moderatorenwerkstatt. Einmal die Lachtaste, bitte. So, läuft. So, einmal den Sprachtest, bitte. Merkel. 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 Seehofer. 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 Erdogan. Erdogan. Vollidiot. Jo, läuft. Johannes Schlüter. Ein Mann steuert den E-Ring heldenhaft von Show zu Show.